Hallöchen und willkommen zu Minecraft. Gerade war ich in Aufnahme, wurde unterbrochen, jetzt muss ich nochmal beginnen. Und die letzten Folgen sind weggeflogen, sag ich mal. Die haben sich auch so einen Stopp gemacht, wie ich am besten hier von der Insel irgendwann, die kann insisten, die da hinten weitergeht, das wir mal erfahren haben. Ja, die letzten Folgen habe ich leider nicht mehr retten können. Ich habe sie leider gelöscht. Und das wären drei weitere Folgen gewesen, insgesamt vier. Eine habe ich retten können, die ist noch nicht hochgeladen. Zumindest zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, da ich sie gestern aufgenommen habe. Und wir haben ja eine Gäste zugebaut, wir haben das Feld hier, falls das nicht mehr drauf ist, abgepflügt, hier noch ein bisschen abgepflügt, wieder bebaut. Wir haben hier alles zugemacht. Ich kann es nochmal zeigen, ja, da habe ich diesen komischen, das geht nicht weg. Das Scheißding, das ich noch nicht gegoogelt habe. Wir haben hier, sieht man jetzt noch nicht. Ich suche auch sehr, sehr weit inlands. Jetzt geht die scheiß Sonne noch weg. Ja, wir haben hier eben alles zugekleistert mit Erde. Ich habe ein bisschen so gesungen, kann ich mal sagen. Also nichts Spannendes passiert, außer dass wir sehr viel gemacht haben. Ich hatte einen Plan. Ja, die Welt löst sich wieder auf, das haben wir auch. Das ist auf jeden Fall noch in der Folge drauf. Und warten, bis es dunkel ist. Das ist ein Moment, der zerstört wird. Durch den Shader. Ey, leck mich. Was ist denn das bitte für ein Fail, Alter? Was ist denn das für ein Fail? Das geht mir auf die Eier. Ohne Scheiß. Ich weiß jetzt nicht, an was es liegt. Das war nie so hardcore. Cloud Shadow ist es vielleicht. Das kann ja Cloud Shadow sein. Ist es, wie es aussieht, so ein bisschen. Also ich sollte die mitnehmen. Ja, da habe ich mir ein paar Pläne fürs Haus gemacht, fürs Haus gemacht. Das geht nicht weg. Wie es eben aussehen soll, ich kriege hier gleich einen Anfall. Wie das Haus aussehen soll. Also so ein bisschen, haben wir da unten so ein bisschen weggemacht. Ist halt nicht mal drauf. Ich kann es auch leider nicht mehr zurückholen. Ich schwöre, das regt mich mehr auf als euch. Aber, naja. Macht man nix und ich glaube, ich schließe gleich das Spiel. Diese Scheißbugs im Hintergrund gehen mir auf die Nerven. Muss mich aufregen wegen Chivalry, Medieval Warfare. Oder so ein paar Cheater meinten, mich auf die Nerven gehen zu müssen. So, wir haben jetzt, wie gesagt, noch zwei neue, also einen neuen Hühnerstall, jetzt haben wir zwei. Ich habe auch besprochen, bald muss natürlich nochmal so ein bisschen verkleinern. Von der Menge her. Da hinten kann ich jetzt nochmal zeigen, weil es wieder Tag ist. Dass wir jetzt ein bisschen was weggemacht haben. Also ein bisschen ist gut. Wir haben ja wirklich weit runtergebaut. Ich sage wir, weil im Geist haben wir das auch getan. Also das sage ich jetzt. Ich habe hier runtergebaut und bin aber eh noch nicht fertig. Ich muss aber schauen, dass ich dieses Mal die Soundaufnahme nicht lösche. Naja. Fehlen jetzt ein paar Folgen, ist nicht so schlimm. Hat man immerhin mehr Platz für die Staffel. Also mehr Möglichkeiten bis zum Staffelfinale. Bis dann will ich sowieso hier noch einiges hingezimmert haben und es ist ja schon ein paar Folgen. Wenn ich jetzt am Stück wieder aufnehme, wie gestern, was ich sowieso vorhab. Und dann wird das nicht mehr lang dauern. Denn bei dem, was ich gestern aufgenommen habe, werden wir, das ist 65, wenn mich das nicht täuscht. Im Grunde schon bei 68 gewesen. Also im Grunde hätten wir noch eine Folge gehabt. Hatten wir gar nicht geschafft eigentlich.
Ich habe nur noch ein paar Folgen, bis zu 69 geht's und Folge 70 ist Special. Ich kann aber auch nicht die Staffel in Überlänge laufen lassen. Das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Entweder ich mache sie länger, das geht aber wiederum nicht, weil jede Staffel so lang sein muss. Meiner Meinung nach. Ich werde so möglich, wie es geht, gleich lang machen. Vielleicht mit ein, zwei Folgen Unterschied. Ein mehr, ein weniger, das ist noch im Bereich, aber sobald 3 oder 4, 5 Folgen mehr sind als die andere Staffel oder weniger als die andere Staffel. Also einfach sobald ein großer Unterschied zwischen den Staffeln ist, kann ich das einfach nicht machen. Und ich finde 20 Folgen sind gut, also 19. Ich würde, dass jeder in der Staffelfinale noch ein Special ist. Deshalb wird's meine Minecraft, die ich präsentiere. Also mein Private, nicht diese hier. Die muss ich ja nicht präsentieren. Dann kommt noch... Also will ich ein paar Mod-Vorstellungen vielleicht machen für die nächste Staffel, dann zweite Staffel. Die aber sowieso noch in 1 bis 2 Monaten Entfernung liegt. Ich kann wirklich nur sagen, was ich in der Staffel großartig machen will. Wir haben ja mal so vor langer, langer Zeit, als Disney noch gelebt hat und gute Filme gemacht hat. Also als es noch Disney war. Da haben wir mal solche Ideen ausgegraben, also ich, die ich so ein bisschen eingebracht habe. Was man machen kann, wie man das am besten machen kann. Oder was wir besser gesagt können und nicht können. Oder was ich will und nicht will. Ich werde euch auf so ein bisschen auf die Leute auf euch eingehen. Wie gesagt, ihr wollt vielleicht den und den Mod, den kann ich eventuell reintun. Also, aber bei manchen kann ich sagen, nee, das passt einfach nicht zu mir. Es muss ja auch, dass ich jetzt wiederholen muss, wegen meiner, ich sag mal, Unaufmerksamkeit, die ich da hatte beim Rendern. Muss ich wiederholen. Ich kann nichts aufnehmen, was mir selber nicht zuspricht, also was mein Charakter nicht entspricht. Denn ich will laut meinem Plan, also eben so wie es zu mir passt, eine Welt machen, ohne irgendwelche Maschinen und technische Sachen, bla bla bla. Bisschen Redstone kann man machen, aber ist jetzt keine Maschinen wie, ich weiß nicht, Industrial Craft oder Red Power, weiß ich nicht, das passt einfach nicht. Das ist nicht meins und das kann ich eigentlich nicht einbringen, vielleicht, wenn die Nachfrage eben größer ist als 12 Views. Kann ich das machen, aber aktuell kann ich das eben nicht unbedingt. Ich muss mich immer mit den ganzen Mods auseinandersetzen, ich muss eben wissen, wie die funktionieren, wie ich was baue. Ich kann nicht einfach sagen, hey, ich habe die Mods jetzt rein, du weißt nicht mal, wie ich das craften kann. Deswegen habe ich auch einige Mods rausgehauen, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Jetzt sind wir auf 12 Mods runter oder noch weniger. Also trotzdem noch eine Menge. Okay, dann zu Volts oder vierte Beast-Vergleich, das ist gar nichts. Oder ein Zehntel. Ein Zehntel kommt gut hin, ja. Ja, das sind aber auch reine Dinger mit Magie und bla bla bla. Das ist eben jetzt nicht mein Stil. Ich kann zu spielen, so einfach mal so zum Herumprobieren, wie man was machen kann, aber im Survival kann ich das einfach nicht gebrauchen. Ich hab's schon gesagt, also ich will wirklich auf das Zeitalter der damaligen Zeit spielen, die noch wirklich wo man wirklich noch sowas gemacht hat. Also wo man hier kleine Holzhäuschen gemacht hat, also eben so Mittelalter. Einfach abgekürzt Mittelalter. Das ist eben die Epoche, die ich hier einspielen will. Und ich weiß nicht, vielleicht gibt es einen Dampfmaschinen-Mod, den könnte ich vielleicht reinhauen. Aber im Grunde, ich finde es am schönsten, wenn ich etwas mit meiner, also wirklich selber gebaut habe
und sagen kann, das ist mein Verdienst, also das ist mein Werk. Manche bauen Maschinen, die Maschinen machen alles. Und ich kann währenddessen sagen, ich habe die Maschine gebaut, ich habe es selber gebaut, jeden Block einzeln gesetzt. Und statt wenn ich was anderes gemacht habe, die Maschine hat es gemacht. Das Einzige, was ich vielleicht aber nur bevorzugen würde, wäre Buildcraft. Ganz einfach, es würde eben eine Menge Zeit wegnehmen. Es würde mir jetzt keinen großen Vorteil verschaffen. Es würde mir zwar einen verschaffen, aber keinen so großen, dermaßen großen, wo ich sagen kann, mein ganzer Spielstil wird dadurch verfälscht. Buildcraft ist auch der Motten, den ich mich, also ist auch der einzige Motten, den ich mich gut auskenne. Von, sag ich mal, technischen Mods. Also, ich hab ihn wieder, zack, hat man den Mod, braucht man den und den Mod, damit der auch richtig funktioniert und so weiter. Und schon hat man 30 Mods mehr drin. Weil der eine unter den anderen, ich schließe gerade auf, und der andere nicht funktioniert. Und das ist eben das Problem auch bei den Mods. Wieso ich jetzt nur bedingt begrenzt Mods benutze, weil man für die meisten Mods eben einfach noch mehr Mods braucht. Und irgendwann hat man so viel. Das kann man noch, das habe ich aufgenommen, das habe ich gewendet, das weiß ich. Mit dem Creeper, der da unten im Sand verreckt ist. So. Und wie gesagt, das ist auch dann einfach zu viel, wenn ich dann 200.000 Mods drin habe. Bis wirklich jeder mit dem anderen auch funktionieren kann. Und das ist eben auch alles sehr umständlich und wenn ich mich damit auch nicht auskenne, fühle ich mich auch nicht wohl mit etwas zu spielen, was ich gar nicht kenne, was ich gar nicht mit vertraut bin. Aber das ist auch jeden in seinem Geschmack. Also das Let's Play wird auf jeden Fall nicht jedem gefallen. Beziehungsweise ist nicht jedermanns Art. Weil die meisten natürlich mehr so wollen, dass man so technische Sachen zeigt. Beispielsweise, keine Ahnung, jetzt fällt mir kein Beispiel ein. Ja. Eben beispielsweise das mit Red Power. Ich kenne den Mod, ich kann mit dem Mod umgehen, aber man braucht aber wieder so viele andere Mods, ohne den bringt es einfach. Man kann nicht einfach den Mod reinhauen und zack, hat man den, ohne dass der irgendwelche Funktionen hat. Weil der Mod ist eigentlich ja nur darum, erweiterte Funktionen zu bieten. Das ist ja nicht so ein Mod, wo man sagen kann, der ist gut, oder besser gesagt, den Mod brauche ich unbedingt, ohne den kann ich das Spiel nicht spielen. Das ist auf jeden Fall nicht so ein Mod. Der Mod ist einfach dafür da, dass man mehrere Mods auch gleichzeitig benutzen kann. Und das ist beispielsweise einer, den könnte ich reintun, aber der hätte eben auch für niemanden Nutzen. Da würde vielleicht Nutzen in dem Sinn haben, in dem es einfach, das einfach nur darum geht, technisch ausgestattet zu sein oder eben ja viel mit Redstone zu hantieren. Aber das tun wir dann sowieso nicht, also höchstens ein bisschen mit Redstone, Pistons und vielleicht das und das, aber nicht großartig viel. Wie gesagt, das wird doch nicht jedermanns Art, das werden manche bestreiten. Und da werden manche sagen, nee, das geht gar nicht, wie, was ist das? Das ist doch kein Minecraft. Da sag ich nur, das ist Minecraft, weil Minecraft ist nicht von Grund an mit technischen Blabla da erfunden worden. Mojang hat sogar gesagt, das würde gar nicht funktionieren. Mit den ganzen Maschinen und der Technik. Es hat funktioniert. Er hat gesagt, das würde nicht funktionieren. Da würde Java nicht genügen. Also, das würde Java nicht packen. Und es hat es trotzdem gepackt. Um wieder erstmal darauf zurückzugreifen. Ich kann
bei Bedarf ein paar Mods reintun, aber das sind jetzt nicht so die technischen Sachen. Die obertechnischen Sachen, mit denen ich nicht zurechtkomme. Ich weiß nicht, welche Funktionen die haben, aber ja. Aber ich weiß eben nicht, wie man die craftet oder wofür ich überhaupt brauchen kann. Aber ganz ehrlich, Red Power, das braucht man im Grunde gar nicht für das, was ich vorhab. Minecraft ist ein Survival-Spiel, das heißt, wir müssen überleben. Dafür braucht man eigentlich kein Red Power. Immerhin, Red Power zu überleben, da keine Maschinen brauchen auf einer Insel. Nicht auf einer einsamen Welt. Zumindest braucht man nicht direkt welche, wenn man vielleicht eine Dampfmaschine oder so aufhinden will, das ist gruselig hier. Dann, sag ich mal, dann ist es gut, aber würde ich jetzt auf einem Insel stranden, dann würde ich wirklich ungefähr genauso handeln wie hier in Minecraft. Ich würde wirklich nur aufs Nötigste sozusagen skillen. Einfach nur das Nötigste tun, um zu überleben. Wieso sich schwer machen, wenn es zu einfach geht? Ein paar Pflanzen suchen, die genießbar sind, dann anbauen und essen. Wie gesagt, also Leute, die mehr auf Technik stehen, auf technische Let's Plays, die können ab jetzt hier abschalten. Und also das hat auf jeden Fall kein Let's Play mit irgendwelcher Technik. Es hat auf jeden Fall was mit dem wirklich mittelalterlichen Überleben. Und nichts anderes. Ich muss schauen, dass ich das irgendwie wegkriege, Alter. Das wird anstrengend hier drin. Settings. Details. Irgendwas geht auf. Griff. Fans, sag ich mal. Animations, Water, Limited Off, mache ich mal, Terrain Limited Off, Fixture Limited Off, Smoke kann anbleiben, Wasserpartikel kann ausbleiben, das mache ich auch mal aus, und ich nehme mal Quality, hier Water Off. Color zeige ich mal auf. Der Rest kann eigentlich bleiben. Was mit Biomes mache ich auch. Und Performance kann eigentlich auch rausbleiben. Jetzt funktioniert's auch, yay. Ich bin glücklich. So, und das sieht auch nicht mehr buggy aus. Ich weiß es jetzt auch gar nicht. Also wieso schon? Ich will hier so einen kleinen Strand machen. Das habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Vielleicht durchs hinten so wegmachen und dann mache ich hier oben unten eine kleine Bucht hin. Und dann, den hatten wir ganz früher mal vor 20 Folgen oder so, als wir noch auf dieser Dschungelwelt waren. Ja, da habe ich mir gedacht, dass es ein Weg ist. Das ist es aber nicht. Verdammt. Ja, als wir auf dieser Dschungelwelt waren, auf der letzten Let's Play Welt, die übrigens das hier die dritte Welt ist, einmal ungewollt, also einmal plötzlich weg und einmal habe ich es nicht, ja, weggebackupt. Stopp. Sekunde. Ich glaube, da packe ich einfach Erde runter. Ganz ehrlich, das Haus geht eh bis dahin. Da brauche ich null, und zwar null Sand an der Auswand. An der Auswand ist kein Sand. Das ist der Architektenwerk. Der Innenarchitektenwerk.
Hat ja voll was mit Architektur zu tun. So. Bäh. Da. So, ganz echt. Doch, kann ich. Ja. Doppel. Wir brauchen natürlich auch die ganze Erde sozusagen. Ich habe natürlich einiges von, da brauche ich auch extrem viel Glas. Die Erde in den Sand brauche ich. Wie gesagt, ich blicke gar nicht mehr durch. Ich habe nicht was vor mit dem ganzen Glas. Man kann sich's im Grunde schon denken. Wir bauen hier an einer Stelle ein sozusagen Ferienhaus und da brauche ich sehr viel Glas, ja. Oh, hoppla. Dann weißt du was? Mache ich das so? Das so, dann sparen wir uns mehr Sand ein. Aber im Grunde brauche ich auch nicht mehr viel Sand. Ja, ganz ehrlich. Ein bisschen kann man sich zwar auf Vorrat legen, aber das ist schon langsam übertrieben hier mit dem Sand, was ich gerade mache. Eisen finde ich gerne. So, und der Rest kann bleiben. Jetzt brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Ganz ehrlich, Sand, so viel brauche ich nicht, nie und nimmer. So, den Rest kloppe ich hier rein. Sandstone haben wir jetzt auch mehr als genug, würde ich nicht behaupten. Aber würde ich sagen, theoretisch hat man mehr als genug. Weil ich mir ein bisschen Sandstone hochziehen und da brauche ich eben auch einiges. Das wird sich wiederum aufheben, weil ich natürlich auch sehr viel mit Glas hier rummantieren werde. Und da brauche ich jetzt im Grunde auch nicht mehr viel Ressourcen. Warum ich auch Steine hier gerade abbaue, weiß ich nicht. Bestimmt, ich will es auf eine Ebene bringen. Ich will es einfach da hinten hier gerade runter machen oder so. Sage ich, hier mache ich das gerade runter, hier kann nicht so ein irgendwas für einen Weg lang gehen. Ich will noch Erde reinklatschen, ich habe keine Ahnung, ich habe nur nicht mal das Haus gezimmert. Geschweige denn diesen Strand fertig. Der Strand soll immer in eine bestimmte Größe haben, ich bin natürlich rein. Soll man eine bestimmte Größe haben. Ich habe zwar kein Maß, aber er soll auf jeden Fall ein bisschen länger als das hier sein. Ganz ehrlich, das ist kein Strand, das ist ein Sandweg. Ja. So, und wenn ich das hier auch so jetzt zumache, dann brauche ich nicht so viel Sand. Und bin auch viel schneller, weil bevor ich dann mal warte, bis das irgendwie da unten mal angekommen ist, vergehen Jahrhunderte. So, hier habe ich noch Sandstein raus. Ich glaube, wir brauchen doch ein bisschen mehr noch. Schwert nicht. Ich weiß nicht, ich habe so ein Gefühl, dass wird irgendwann auseinanderfällt. Die Welt, sie zerbricht. Und alle sterben eigentlich. Nein. Ich versuche zum Beispiel nach Hause zu kommen, bevor es dunkel wird und ich nichts mehr sehe und das ist gruseliger als alles andere, dass hier sich immer so ein bisschen der Boden wegportet. Ich will auch den Untergrund gar nicht sehen. Ist ja der ganze Untergrund und alles. Das will ich gar nicht. Ich will nicht wissen, was da unten ist. Ich will es erforschen, wenn ich dann meine Höhlen baue. So, Erde, Holz haben auf jeden Fall eine Masse.
die wir normalerweise nicht brauchen, und leck mich. Spiel. 20 Eisenbahnen haben wir schon drin, 5 kommen noch dazu. Also ein Fünftel kommt, würde dann noch dazukommen, zum Gesamten. Jetzt würde noch ein Viertel dazukommen. Aber wir reden ja vom Endprodukt. Das sind 25 und 5 davon ein Fünftel. So, Mathe ist schön, Mathe kann man machen. Solange keine Schule ist. Ist klar, nee, weißt du was, das Schwert brauche ich eigentlich nie. Genau wie die Schere, die brauche ich auch nicht. Die Spitzhacke, 2 Spitzhacken bräuchte ich aber noch zum Mitnehmen. Und ein Hamburger vielleicht noch, oder Chili Cheese, ich weiß nicht. Nee, erstmal schauen. So, ich brauche noch einiges von. Ich habe mir natürlich nicht eine Idee gemacht, was kann ich genau machen. Und was ich natürlich vergessen zu sagen, was ich gestern gesagt habe, aber jetzt nicht, weil ich nicht mal weiß von gestern. Ich will mich mal nach einem... Alter Schnauze hier. Ich will mich mal nach einem Spiegelei-Mod umschauen. Ob sowas gibt. Gestern waren die fruchtbar. So, die sind alles andere als fruchtbar. Die sind furchtbar. Genau wie das Wortspiel gerade. So. Ach, schau mal, das ist auch das Feld, was wieder zugewachsen. So, ein bisschen noch, so 3 Wochen. Das kann wirklich jetzt noch 3 Wochen dauern. Ich weiß jetzt noch nicht mal, wie oft ich aufnehmen kann, wie viele Folgen noch bleiben. Und das Wichtigste ist, bis wann überhaupt der Staffelschluss ist. Weil vom Hochglanz her muss ich noch vor Unity, also Assassin's Creed Unity, habe ich auch erwähnt, muss ich auf jeden Fall davor mit allen Folgen oben sein. Und das Spiel kommt ja auch schon demnächst raus. Ich glaube, in 20 Tagen oder so kommt ja schon Unity raus. Und ganz ehrlich, ich will Unity so hochladen, dass natürlich nicht andere 100.000 Let's Player, der schon hochgeladen haben, wenn ich mal dazukomme. So, was ich natürlich auch noch sagen wollte, was ich aber erst heute sagen kann, das kann sich noch etwas ein Stückchen weiterziehen, als ich gehofft habe bei dem Internet. Ich bekomme es trotzdem, aber ich bekomme es wahrscheinlich erst dann doch einen Monat später. Also Mitte Januar. Das habe ich schon kürzlich angekündigt, dass ich jetzt Anbieter gewechselt habe. Ja, und das braucht eben noch, bis der Vertrag endgültig ausgelaufen ist. Aber das wird wahrscheinlich ja noch ein Stückchen dauern. Ursprünglich hieß es 13. Dezember. Jetzt heißt es 7. Januar, also fast einen ganzen Monat wirklich. Und Leute sagen, dass das nicht lang ist, sage ich nur als ob. Das ist wirklich, wenn man bedenkt, ich habe eine 2000 Leitung, also die schlechteste. Gehe standmäßig in Spiele rein mit einer 50er Ping. Bestenfalls im Battlefield mit einer schönen 28er, wo alles smooth ist. Bis auf die Spieler. Naja. Dann ist das wirklich eine Ewigkeit. Habe ich vergessen, was zu machen. Und ich finde auch, das ist, bisschen blöd, weil ursprünglich wirklich, wir haben uns angerufen, gesagt, wann das ist, und dann kam halt ein Brief, Telekom. Steht davon, bekommt das anderes Datum. Steht noch ein anderes Jahr drauf. Ja, statt 13. Dezember 2014 stand da 7. Januar 2015. Das ist ja noch erst im nächsten Jahr. Yay. Yeah. Ich hoffe, manchmal jetzt mehr diese, also, das ist jetzt nicht wirklich, dass ich mich jetzt,
dass ich jetzt denke, dass es noch Ewigkeiten sind, dass es wirklich in einem Monat Verzögerung. Es ist aber schon ein Stückchen. Also es ist nichts, dass ich jetzt sagen würde, kein Problem. Bei ein Tag, eine Woche macht es nicht viel, aber okay. Aber bei einem Monat finde ich das schon langsam ein bisschen extrem. Es ist zwar nichts mehr im Vergleich zu der Zeit, die ich bereits hier wohne. 9 Jahre. Vielleicht hat man nachher diese Wurstgleitung. Ich vorher hatte schon sogar noch eine schlimmere. Denn ich habe da wirklich nicht mal 360p anschauen können. Ja. Kamst du die Grafikfehler mit den Schatten, mit diesen Wolkenschatten weg? Kommen jetzt die Fehler. Ganz ehrlich, das ist die Schuld von Optifine. Ich muss Optifine wahrscheinlich raussagen, das geht nicht weiter. Das geht so nicht weiter. Ich kann nicht mal spielen, Alter. Man stellt sich vor, hier, ich laufe auf einmal fliegt unter mir der Boden weg. Also unter mir ist kein Boden mehr. Kein sehbarer. Dann wieder zurückzukommen. Ich rede doch immer von Internet, das gibt's nicht. Ja, wie gesagt, das kann sich verzögern, dass es HD kommt und ich hoffe, ich bekomme trotzdem noch ein paar Aufrufe auf Unity. Denn Assassin's Creed und mein Rechner packt nicht mal Black Flag auf voll, was ich schade finde. Sogar Crysis schaffe ich im Grunde auf maximal. Black Flag schaffe ich aber nicht. So Crysis 3 schaffe ich auf maximal. Im Grunde noch smooth mit 60 Bildern. Etwas so um die 50, aber auf jeden Fall auch sehr smooth, aber dann kommt mir Assassin's Creed an. Ein Spiel, das vorher nicht mal grafisch lastig war. Ich bedenke noch, wann kam nochmal das erste Assassin's Creed raus? Grafisch lastig war das nicht gerade so. Es war für die Zeit auf jeden Fall ganz schick, aber es war eben nicht grafisch lastig. Wie andere Spiele aus der Zeit. Boah, ich kann damit immer leben, ey. Das finde ich ein bisschen blöd. Boah, ich habe Angst, ich schaffe das Game nur auf der halben Grafik. Also auf der halben maximalen Grafik. Und dann habe ich so eine matschige, ekelhafte Grafik. Wenn man das vergleichen würde mit der höchsten Einstellung. Weil wirklich manche nur kleine Veränderungen machen Welten aus. Das glaubt man gar nicht. So ein bisschen die Teilstufe verdreht. Zack, sieht das Game komplett anders aus. Das sieht richtig HD-mäßig aus. Das ist eben das, was mir auch, was ich so ein bisschen bei den Spielen vermisse. Dass man alles verschwenden kann. Dass das wirklich nicht für PCs abgestimmt ist. Klar, es ist im Grunde hat heute fast jeder so einen Hammer Berserker PC. Für teilweise viel mehr als ich. Und natürlich muss auch Ubisoft an die denken. Und immerhin, wer spielt Assassin's Creed noch? Bereits Assassin's Creed gibt es schon seit Ewigkeiten und die Leute, die damals das Assassin's Creed gespielt haben, sind jetzt eben schon um einiges älter. Und die sind auch nicht mehr so die, sag mal, Spezialisten. Es gibt noch einige, da denke ich mir, mit dem Alter, wow. Hätte ich nicht gedacht. Es gibt auch welche, wo ich sage, in dem Alter, das hätte ich nicht gedacht. Also man kennt es wirklich von Tonlage her, dass der eine so viel noch so viel Interesse an Spielen hat in dem Alter,
Hallo. Und bei manchen denke ich einfach, boah, wie kann jemand einfach so schlecht damit umgehen? Es ist nicht immer das Alter, es ist der Wille. Es ist natürlich der Wille, nichts anderes. Das Alter sagt nie über etwas aus. Nie. Zumindest ab einem bestimmten Alter. Sag ich jetzt mal so 12, da sagt das einiges aus. Also, es gibt natürlich auch solche Ausnahmen. Es gibt so 10-Jährige, die so hipstermäßig drauf sind, ne? Das kennt jeder. Jeder hat mindestens schon mal einen 10 oder 5 oder 12-Jährigen gesehen, der sich benommen hat, wie so ein Oberhipster, wo man gedacht hat, soll ich denn jetzt einen Pfeffer? Dann geht's mir schon mal viel besser. Das hat sich jeder auf jeden Fall schon mal gedacht, das muss man sich schon mal gedacht haben. Und ganz ehrlich, das geht mir auch bei manchen Erwachsenen so. Die stellen sich teilweise das so an, da denkt man einfach gar nicht mehr nach. Klar, die Technik ist jetzt, was? Wow. Da oben. Da ballert man Hühner ab. Ich weiß nicht mal, wo der Ausgang ist. Im Arsch, das Schwert brauche ich nicht. Du warst meine Hühner. Du tötest meine Hühner. Meine Chicks killst du. Meine Chicks. Nee. Es war halt schon dunkel. Ja, zwei Hühner haben, glaube ich, verloren. Oder zumindest eins. Beim anderen weiß ich nicht. Habe ich nur dieses gehört. Aber es gibt natürlich auch Leute im hohen Alter, also wenn ich sage hohes Alter, dann meine ich wirklich hohes Alter, die damit umgehen können, da denke ich, Respekt. Respekt. Ich weiß noch in der 9. Klasse, mein Lehrer, der war so technisch so fortgeschritten, und der war schon die Mitte 40. Der hat wirklich, der war einfach so technisch fortgeschritten, das glaubt man einfach gar nicht. Und da kann ich jemanden, der ist im selben Alter. Und der rafft teilweise nicht mal, wofür ein PC da ist. Na, das kann ich wieder nicht vergleichen, es ist eben der Wille. Der Wille ist eben alles, was davon abhängt, ob man sich mit etwas auskennt oder nicht. Wenn man keine Lust auf etwas hat, wenn man sich einfach nicht dran gewöhnen will. Das Wollen ist wieder was, wo man sagen muss. Du brauchst aber Hilfe, dann will es auch. Ich musste da teilweise oft eingreifen, bei einfachsten Sachen, bei, keine Ahnung, DVD abspielen. Am Computer. Da musste ich schon bei mehreren Leuten, also bei mehreren Leuten, bei einer Person, musst du schon zigmal angreifen. Obwohl es ist nicht schwer. Also das meine ich, es ist nicht schwer. Ist da drin? Nee, das ist wahrscheinlich irgendwie unter dem Boden wahrscheinlich wieder. Ja, ich will aber jetzt nicht da die ganze Zeit rumlabern haben, also hier rum. Hallo? Wow! Oh! Oh! Ah! Verpiss dich! Alter! Ey! Oh!
Ich riskiere ja was. Ich riskiere was. Das ist schon mal den Creeper. Das ist ein Snow Creeper, Alter. Das ist ein Snow Creeper. Oh mein Gott, oh mein Gott, mein Deck explodiert, Alter. Ich denke, das ist ein Snow. Das ist kein Snow. In der Höhle. Oh, das ist der nächste. Ach, das ist der Creepergeist. Tod von Hello Paddy. 20 Uhr 55 und 13 Sekunden oder noch irre. Was? Ja, ganz ehrlich, der Geist, was hat denn der für eine Reichweite? Ja, ich bin dem Let's Play schon so oft gestorben. Immer nur wegen Creeper, Alter. Ich bin vielleicht zweimal nicht wegen Creeper gestorben. Ich glaube, zweimal bin ich in die Lava gefallen. Ich habe zumindest so viele Erfahrungspunkte wieder, dass ich auf Level 5 bin. Ich bin wenigstens hier raus. Natürlich nicht! Oh! Wenigstens hat er nichts kaputt gemacht. Das ist ein schwerwiegender Schaden, Junge. Oh, da ist der Geist wieder. Boah, Alter. Und Scheiße, ich glaube, die Geister sind egal, wann, wanted. Ey, schalt gleich die Monster aus. Und Zombie, halt die Schnauze, ich krieg hier noch einen Kollaps. Ein Verkehrskollaps. Da ist er ja. Du alte Rockstar, du. Ist noch einer? Hallo? Der war schon drin. Ja, hier ist nichts mehr, außer ich. Ich bin hier unten. Okay, es ist ruhig. Bis auf die Musik im Hintergrund. So, naja. Wenn da oben solche komischen kosmischen Gewitter oder so sind. Und natürlich, dicke Grafikbugs. Ja. Warte, das Clearwater mache ich nochmal wieder an. Weil es bringt ja nix. Quality, Quality, was glaube ich, Quality. Nein. Fancy und on. Okay, ich sehe immer noch nichts anderes. Entschuldigung, checkst du Smooth Biomes. Custom Colors vielleicht. Nein, das mach ich auf. Auf. Ich mach's auf. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht Multicore, vielleicht deswegen. Ich mach mal Smooth. Das vielleicht daran liegt. Smooth Word. Komm ich mal on. Nee, geht nicht. Stimmt, das ging nicht. Ja, okay. Naja, wir waren tot, wir leben. Ich will ein Sandwich. Nee. Da ist Spitzhacke, unsere ist anscheinend kaputt gewesen. Das schaffe ich jetzt auch raus. Ganz ehrlich, die ein, zwei Blöcke, die wir noch abbauen können, die können wir uns schenken. Oh, Stone. Nee, ho. Oh. Da ist die Pickaxe. Die Pickaxe, ich bin dämlich. Dämlich. Manche schreien bestimmt jetzt hier vor ihrem Rechner. Die ist im Inventar. Das kann ich mir jetzt genau vorstellen.
So. Für welche Brustpanzerung? Ich weiß es nicht. Das verrottete Kackfleisch können wir raushauen. Den Rest können wir gleich behalten. Das können wir gleich umwandeln. Hier Bone Meal. Was anderes braucht man keine Knochen. Die Brote haben uns nicht weggefuttert. Das ist schon mal was. Es ist schon wieder Abend. Ey, ohne Scheiß. Abend. So, hier noch was weg. So, ich wollte fast sagen, dass die Folge, also die Aufnahmesession endet. Muss ja immer die ganzen Folgen wieder reinbringen. Und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Folgen noch bleiben. Ich weiß es nicht. Bis zum Special und dann bis zur Staffel, bis zum Staffelpause, Pausenanfang. Also bis zur Pause. Ich weiß wirklich nicht, wie lange es noch bleibt. Es kann sein, dass es bereits ab dieser Folge die letzte Folge war. Wenn, ich verabschiede mich schon mal und wir sehen uns in der nächsten Folge oder in der nächsten Staffel oder dann an den anderen Let's Play. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Zu Hause oder auf der Arbeit oder wo sonst immer. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Fuck. Oh, die war ja plötzlich weg. Ich würde sagen, die Sonne geht unter. Und das Nachtleben erwacht. Ja, und wir hauen ab. So, hier schauen wir nochmal schon nach Hause vorbei. Ich wollte jetzt eigentlich, ganz ehrlich, wenn die Sonne unten ist, wollte ich abblenden, aber ich habe mir gedacht, oh! Ich habe mir wirklich, oh, gedacht. Ich habe mir gedacht, ach, Alter. Mag ich den Chat zu Ende. So, unser Haus, da ist einmal das Sand raus, hat ein Körper gleich mit Creeper geschossen. Das war ein Ender-Creeper, ich weiß nicht, was der macht. Ich hab das Gefühl, wenn er explodiert, kommt irgendwie ein Ender-Schwachen, hat ein Schwachen. Oder extrem viel Obsidian. Ja, wie gesagt. Bis in der nächsten Folge. Nimm nur Schaden, du hast einen Schaden sowieso. So, wie gesagt, bis zur nächsten Folge, auf Wiedersehen.